Willkommen zu unserem ultimativen Showdown, Assassinen vs. Samurai. Zwei der faszinierendsten und legendärsten Kriegerkulturen der Geschichte treffen in einem Duell aufeinander. Wer würde gewinnen? Bleibt dran und findet es heraus. Beginnen wir mit den Ursprüngen dieser beiden Krieger. Die Assassinen tauchten im 11. Jahrhundert im Nahen Osten auf. Sie waren bekannt für ihre heimtückischen Taktiken und zielgerichteten Mordanschläge. Die Samurai hingegen entstanden im frühen Japan und entwickelten sich vom 8. bis 12. Jahrhundert zu einer bedeutenden militärischen Klasse. Sie waren nicht nur Krieger, sondern auch Landbesitzer und politische Berater. Die Assassinen bevorzugten den Einsatz von Heimlichkeit, Überraschungsangriffen und verschiedenen Waffen wie Dolchen und Giften. Ihre Strategie war es, den Gegner zu eliminieren, bevor er reagieren konnte. Die Samurai hingegen folgten dem Bushido, einem strengen Ehrenkodex. Sie waren meisterhafte Schwertkämpfer und Bogenschützen, die in direkten Konfrontationen und Schlachten kämpften. Ihre Hauptwaffen waren das Katana und der Yumi-Bogen. Das Training der Assassinen war streng und geheimnisvoll. Sie wurden in Spionage, Tarnung und lautlosen Tötungstechniken geschult. Ihr Ziel war es, Furcht und Verwirrung zu verbreiten. Die Ausbildung der Samurai war nicht weniger rigoros. Sie trainierten in verschiedenen Kampfkünsten, lernten Philosophie und Literatur und meditierten, um ihren Geist zu schärfen. Ihre Disziplin und Loyalität waren unübertroffen. Die Assassinen operierten oft im Verborgenen und hatten einen zweifelhaften Ruf. Ihre Taten wurden sowohl gefürchtet als auch verachtet. Sie lebten in befestigten Bergfestungen und pflegten eine abgeschottete Gemeinschaft. Die Samurai genossen in Japan hohes Ansehen und Respekt. Sie waren nicht nur Krieger, sondern auch Verwaltungsbeamte und Gelehrte. Ihre Kultur war durchdrungen von Ritualen und Traditionen. Assassinen nutzten oft Verkleidungen, um unerkannt in feindliches Gebiet zu gelangen. Sie konnten sich als Mönche, Händler oder sogar Soldaten ausgeben, um ihre Ziele zu erreichen. Die Assassinen waren für ihre gezielten Attentate auf politische und militärische Führer bekannt. Diese Attentate waren nicht nur militärische Aktionen, sondern auch psychologische Kriegsführung, die Angst und Unsicherheit verbreiten sollte. Das Katana, das berühmte Schwert der Samurai, ist bekannt für seine scharfe Klinge und seine außergewöhnliche Handwerkskunst. Es war nicht nur eine Waffe, sondern auch ein Symbol für den Status und die Ehre eines Samurai. Viele Samurai praktizierten Zen-Buddhismus, der ihnen half, geistige Klarheit und innere Ruhe zu finden. Diese spirituelle Disziplin war entscheidend für ihre Fähigkeit, in den stressigsten Situationen konzentriert und ruhig zu bleiben. Stellen wir uns vor, ein Assassine und ein Samurai treffen in einem Duell aufeinander. Der Assassine plant einen heimlichen Angriff in der Nacht, während der Samurai sich auf einen ehrenhaften Kampf am Tag vorbereitet. Beide haben ihre Stärken und Schwächen. In einem direkten Kampf hätte der Samurai möglicherweise die Oberhand dank seiner hervorragenden Schwertkunst und Rüstung. Doch in einem Überraschungsangriff könnte der Assassine durch seine Heimlichkeit und List erfolgreich sein. Historiker sind sich uneinig darüber, wie ein solcher Kampf ausgehen würde. Einige glauben, dass die Disziplin und das Training der Samurai unübertroffen waren, während andere die Anpassungsfähigkeit und den Einfallsreichtum der Assassinen hervorheben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl Assassinen als auch Samurai einzigartige Krieger waren, deren Taktiken und Philosophien stark von ihrem kulturellen Kontext geprägt wurden. Wer in einem Duell gewinnen würde, bleibt eine Frage der Umstände und Taktiken. Was denkt ihr? Wer würde in einem Kampf zwischen einem Assassinen und einem Samurai gewinnen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.